nun, beim Stichwort Mobilität haben früher Leute an, was ich, an Fahrradfahren gedacht, an den Weg zur Arbeit und zurück. Heute denken Leute in der Altenpflege über diesen Begriff nach. Was bedeutet er und was, wie wichtig ist er in der Altenpflege? Nein, der Altenpflege bedeutet Mobilität, die Fähigkeit, sich selbst zu bewegen oder sich im Raum zu bewegen. Das heißt, wir benutzen den Begriff nicht über große Entfernungen. Und das Allerwichtigste ist, kann der Mensch sich, wenn er zum Beispiel schläft, spontan bewegen? Ist er in der Lage, eine Positionsveränderung vorzunehmen? Und ist er in der Lage, auch sich im Raum frei zu bewegen? Das heißt, über diese Bewegungsfähigkeit teilnehmen am Leben und auch entscheiden, wenn es genug ist, und sich zurückziehen. Wer nun als Beschäftigter in der Altenpflege Experte für Mobilität werden will, was muss diese Person lernen? Ja, dann würde ich denken, sie muss vor allen Dingen lernen, Mobilitätsfähigkeiten einzuschätzen, also zu schauen, wie mobil ist die Person, mit der ich arbeite, dann festzustellen, welche Risiken bestehen, Mobilität zu verlieren, und zwar sowohl im Raum als auch zum Beispiel im Bett. Dann muss die Person natürlich überlegen, was ist das Ziel von Mobilitätsförderung. Ich würde denken, sie muss lernen, natürliche Bewegungsabläufe nachzuvollziehen und mit dem Bewohner zu gestalten. Wie kann man das denn praktisch üben? Theoretisch klingt das logisch. Und kann man das praktisch machen? Na, praktisch üben, also es ist ein bisschen Detektivarbeit, herauszufinden, wie mobil ist ein Mensch, indem ich ihn beobachte, indem ich gucke, wie läuft er, wackelt er beim Laufen, wo muss er sich festhalten, ja, oder nachts zum Beispiel im Schlaf, die Nachtwache müsste häufiger schauen, gibt es wirklich eine Veränderung. So, die braucht ein bisschen ein fotografisches Gedächtnis. Dann der nächste Schritt wäre natürlich zu sagen, okay, ich übe das, indem ich jemanden habe, der mir beibringt, wie ist ein natürlicher Ablauf und wie übertrage ich das auf den Bewohner. Also wie fasse ich den an, wenn ich ihn zur Seite drehe, wenn ich ihm helfe, aus dem Stuhl aufzukommen. Und zwar so anfassen, dass die Bewegung unterstützt wird und nicht gehemmt. Also das klassische Hochziehen an der Schulter wäre eher eine Hemmung und das nach vorne legen wäre eine Förderung. Das muss man aber ganz praktisch üben. Ja. Mit ja wie vieles andere auch in der Pflege auch das Thema Mobilität in einen Expertenstandard gegossen. Erhaltung und Förderung der Mobilität wird gerade erprobt in 45 Einrichtungen in Deutschland. Ja. Sie kennen diesen Standard. Wie zufrieden sind Sie damit? Dieser Standard ist ja auch zustande gekommen, weil die Pflegeprofession das gewünscht hat. Das hat also nicht irgendjemand erdacht. Grundsätzlich denke ich, es ist zunächst mal ein gutes theoretisches Fundament. Mit dem Begriff und mit der Vorstellung von Mobilitätserhalt und Förderung anders umzugehen. Ich denke, das Bewusstsein, dass das ein wichtiges Thema ist, wird mit Sicherheit gefördert. Wir brauchen diesen Standard, weil dieses Bewusstsein nicht ausreichend da ist oder Mobilitätsförderung zufallsabhängig ist oder personenabhängig. Ja? Hier haben wir eine Möglichkeit, das so zu verankern, dass es Teil der Professionalität Pflege wird. Nun fremdeln Pflegekräfte ja mit relativ vielen dieser Expertenstandards. Was erwarten Sie bei diesem? Sind die Pflegekräfte offener diesem Standard gegenüber als anderen? Nein, wenn Sie fremdeln sagen, das finde ich einen sehr schönen Begriff in dem Zusammenhang, die werden mit diesem Expertenstandard natürlich genauso fremdeln wie mit allen anderen auch. Man darf das nicht übertreiben, man muss das nüchtern sehen und einfach sagen, es braucht eine gewisse Zeit, bis sich so etwas etabliert. Was wir brauchen ist, wir brauchen Menschen in Einrichtungen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, die sich einen Expertenstandard genau angucken und sagen, was hat das, was wir da beschrieben finden, mit unserer Einrichtung zu tun? Dann zu schauen, was haben wir schon in der Einrichtung und was müssen wir für uns bedarfsgerecht aus dem Expertenstandard dazu nehmen. Dann macht es Sinn. Wenn ich aber sage, jetzt haben wir einen neuen Expertenstandard, den müssen wir jetzt umsetzen, dann klingt das so fremd. Das ist ja nichts Neues. Kein einziger Expertenstandard beschreibt ein neues Thema für die Pflege. Mit allen Themen haben Pflegende sich schon beschäftigt. Es klingt aber immer so, als wenn das wieder was Neues ist. Ja? Jetzt sage ich noch etwas zur Entbürokratisierung. Auch hier kann ein Expertenstandard helfen, weil er einfach sagt, was braucht man wirklich? Wie sieht eine vernünftige Dokumentation aus? Also ist auch hier ein positives Instrument.